Sinn des heutigen Videos ist die Demonstration einer einfachen Laufschrift auf dem Amiga. Und zwar geschrieben in Assembler mit ca. 300 Zeilen. Die Hauptfrage ist aber auch, wie hat man damals Software überhaupt auf den Computer bekommen? Das Internet in heutiger Form gab es in dieser Form halt nicht. Das Einzige, was es gab, war Datenfernübertragung mit Akustikkoppler und Modems, die halt extrem teuer waren. Und vor allem die Datenübertragungsraten waren sehr, sehr gering. Die Universitäten hatten zwar große Möglichkeiten, aber halt für den Normalverbraucher gab es da keinen Zugang. Also war die Möglichkeit für den Hausgebrauch, wie immer, Handarbeit. Man hat Computermagazine gekauft. Und in diesen waren Programme abgedruckt. Die mussten abgetippt werden. In akribischer Kleinarbeit. Das lange Wochenende des Grüßen. Diese hatten eine Checksumme, um zu prüfen, ob halt Fehler gemacht wurden beim Abtippen. Und sie wurden gemacht. Vor allem auch von den Verlagen, weil halt oft sich Fehler eingeschlichen haben. Die hat dann in der Ausgabe danach korrigiert worden, der sogenannte Fehlerteufel. Es war sehr stressig, sehr mühsam und für den etwas Betuchteren gab es die Möglichkeit, die Programme auf der Diskette zu kaufen. Kostete 49,95 Mark, musste per Postcheck angefordert werden und die Lieferung dauerte meistens so um die 2 Wochen. Das hier ist das Originalpaket, Heft und Diskette, also Amiga Sonderheft Nummer 9 mit Diskette. Anfang der 90er Jahre gab es dann die Möglichkeit über CDs, was damals revolutionär war. In der Schweiz wurde das sogenannte Aminet gegründet, Public Domain Software für den Amiga. Diese gibt es, das Aminet gibt es bis zum heutigen Tag, also ich rede jetzt vom Jahr 2022 immer noch. Es wird regelmäßig geupdatet. Damals wurden auch Boxen vertrieben in Quartalsabständen, um immer aktuell zu sein. Für die jüngere Generation, das Datenvolumen auf einer CD entspricht ungefähr dem, was dieses Video pro Minute belegt, nämlich 700 Megabyte. So, ich mache mich mal klein. Und reden wir mal über den Quellcode vom besagter Laufschrift. Diese Laufschrift ist, wie gesagt, im Frühling 1992 entstanden, als kleiner Notbehelf. Ich habe eine Präsentation gemacht und brauchte einen Eyecatcher, wie es auf Neudeutsch schön heißt. Und da war mir halt mein Amiga, damaliger Amiga 2000, sehr hilfreich. Den Originaltext kenne ich leider nicht mehr. Das Programm selbst ist komplett in Assembler geschrieben und belegt 283 Zeilen. Ein kleiner Überblick über den 68000er. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe 16 Register, davon 8 Datenregister und 8 Adressregister. Alle sind 32 Bit breit. Dazu kommt noch ein Spezialregister, der Programmcounter, kurz PC. Der speichert die aktuelle Adresse des Befehls, der gerade ausgeführt wird. Viele Adressmodi sind relativ zum Programmcounter, um Speicherplatz zu sparen. Eine Sonderfunktion hat das Register A7, auch Stackpointer genannt. Das beinhaltet den aktuellen Stack.
Der Aufbau des Programms selber ist eigentlich relativ wie üblich, sagen wir es mal so. Also es gibt nichts Besonderes. Es gibt eine Sektion für den Code. Ich habe eine Festgabe, wo meine Include-Dateien sind. Ich brauche drei Include-Dateien für drei Bestandteile des Betriebssystems, nämlich die sogenannte Exec-Library, Intuition-Library und Graphics-Library. Exec ist der Kern des Amigas. Das ist die einzigste Adresse im System, die immer konstant ist. Alle anderen Adressen muss ich dynamisch abfragen. Die Intuition-Library macht alles Grafische, also alles, was der Benutzer irgendwie anklicken kann. Also alle Gadgets, alle Requester und so weiter. Das macht alles die Intuition Library. Und Grafik ist alles, was grafisch ist, also Zeichnen und so weiter. Es hat sich eingebürgert, dass jedes Programm einen Versionsstring hat, der sagt, wer ist der Name des Programmes und die Versionsnummer und wann ist es kompiliert bzw. assembliert. Mein Assembler hat dafür ein Makro, der das automatisch auflöst. Ich schreibe nur rein, was rein soll, also der Name und die Versionsnummer. Und der Assembler selber macht dann die reguläre Bezeichnung für die Versionsnummer. Ist ein Dollarzeichen VR. Und am Schluss wird immer angehängt das Datum, wann der Assemblerlauf war. Es wäre heute zum Beispiel, also das würde im Speicher stehen dann. Dann natürlich die CPU, damit nichts anfangen kann, überspringt, wird dieser Teil übersprungen. Eine der Kurzschreibweisen ist die Punkt-Short-Variante bei Sprüngen. Ich versuche möglichst speicheroptimiert zu programmieren, sowohl der Speicher im Speicher als auch der Speicher auf der Diskette. Und die Short-Variante kann nur in Bereiche plus minus 127 Byte vom aktuellen Programm-Counter springen. Dafür ist halt dieser Sprungbefehl nur 2 Byte groß. Ich überspringe damit praktisch die Versionsnummer. Programme, die die Versionsnummer abfragen, können Sie sehr schnell finden, weil sie am Anfang der Datei ist. Das ist der Sinn der Sache. Und dann beginnt das eigentliche Programm, nämlich die Startup-Sequenz für den Programmlauf. Und beim Amiga ist fast in jedem Programm die erste Zeile identisch, nämlich das Laden der Exec-Library. Die Adresse 4 ist die einzigste feste Adresse und sie enthält die Einsprungadresse für die Exec-Library. Punkt W ist auch wieder eine Kurzschreibweise, die 2 Byte einspart, weil wenn ich eine feste Adresse habe, die nur 16-Bit groß ist, also 2 Byte, kann ich den Move-Befehl verkürzen, indem ich halt das Quellargument mit Punkt W markiere. Verschoben wird natürlich die 32-Bit, weil ich mache eine Operation mit 32-Bit, Punkt L. Den Inhalt der Adresse 4 ins Register A6. Ist im Speicher der Move-Befehl ist 2 Byte. Die 16-Bit-Adresse sind 2 Byte. Der Quelloperand, Entschuldigung, der Zieloperand ist im OP-Code mit drin, somit habe ich 4 Byte. Wenn ich das Punkt W weglasse, macht der Befehl exakt dasselbe, aber die 4 kostet mich jetzt 4 Byte. Also ich habe 2 Byte für den Operand, für den OP-Code, 4 Byte für die Adresse, also 6 Byte insgesamt. Spare ich mit Punkt W 2 Byte. Dann muss ich das Register A1 löschen. Und der schnellste Weg, ein Register zu löschen, ist, es mit sich selbst zu subtrahieren. Also A1 minus A1. Weil der Befehl kostet mich auch nur 2 Byte. Der Sinn des Ganzen ist, ich rufe eine Betriebssystemfunktion auf. Und Betriebssystemfunktionen, das ist eine Konvention beim Amiga, werden immer mit Register A6 aufgerufen,
wie die Einsprungadresse, also die Basisadresse. Und im Register A1 bzw. D0 ist dann, sind die ersten Argumente. Wobei dieses Adressregister ist meistens für Adressen, wie der Name schon sagt, und das Datenregister ist für Daten, also irgendwas anderes. Wobei beim 68.000er Adressen und Daten fast dasselbe sind. Die Funktion FindTask gibt mir zurück die, sag mal, Konfiguration meines aktuellen Prozesses, beziehungsweise Task, wie es beim Amiga hieß, weil ich muss wissen, ob ich von der Kommandozeile oder von der grafischen Workbench gestartet worden bin. Das Ergebnis ist, wie bei fast allen Betriebssystemfunktionen im Register D0. Das Register D0 verschiebe ich ins Register A4. Wer die Konvention vom 68.000er nicht kennt, es ist immer so, dass der erste Operand ist das Quelle, das Quellregister und der zweite Operand ist das Ziel. Bei der gängigen Intel-Notation ist es meistens umgekehrt. Beim 68.000er gilt aber zuerst die Quelle, dann das Ziel. Ich verschiebe also das Ergebnis vom Register D0 nach A4. Das ist eine Struktur. Und in dieser Struktur prüfe ich den Punkt PR und das Core CLI. Das ist ein boolischer Wert. Und der sagt mir, ob ich gestartet wurde über die Shell, also die Kommandozeile, oder ob ich von der Workbench gestartet worden bin. Branch not equal, also wenn ich nicht 0 bin, springe ich hierhin, also direkt Start per Shell. Wenn ich 0 bin, bin ich von der Workbench gestartet worden. Und ich muss nicht, aber es ist gängige Praxis, dass ich Nachrichten, die ich bekomme, abhole. Also die Workbench kann mir eine Nachricht schicken, dass ich von einem anderen Programm gestartet wurde oder irgendwas vorliegt, das ich auswerten kann. Da gab es in der Geschichte verschiedene Varianten, beziehungsweise auch die nach Kickstart verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Also ich hole mir, wie gesagt, dann die Struktur, also die Nachricht dieser Struktur, lade ich nach A0, warte, bis dann das System mir diese Nachricht zur Verfügung stellt, hole sie dann ab und speichere die im Register A5. Also die Nachricht, die Adresse der Nachricht. Und mache dann einen Move vom Ergebnis in diese Adresse. Das war's. Am Schluss des Programms, also hier springe ich in die Laufschrift, am Schluss des Programms lese ich diesen Wert wieder aus, prüfe, ob irgendwas da ist, was sinnvoll ist, also sprich, ich prüfe auf 0. Wenn es eine 0 ist, gab es keine Message, ich springe raus und wenn es eine gab, beantworte ich sie mit dem Beantwort. Ich habe es akzeptiert. Der Inhalt interessiert mich nicht. Und das Ende des Programms ist wie immer, ich mache einen Move des Fehlercodes ins Register D0 und springe raus. Das eigentliche Programm zur Laufschrift ist natürlich ein bisschen komplexer. Zuerst muss ich die Libraries öffnen, die ich benötige. Nämlich die Intuition Library, die mir es erlaubt, Bildschirme zu öffnen. Und die Graphics Library, dass die Funktionsweise immer gleich. Ich lade den Namen ins Register A1. In diesem Fall ja auch wieder PC-relativ. Also die Adresse wird nicht als absolute Adresse gespeichert, sondern relativ zu diesem OP-Code. Das spart mich 2 Byte bzw. 4 Byte in der Relog-Tabelle. Die Relog-Tabelle speichert alle absoluten Adressen. Jedes Programm beim Amiga wird auf eine dynamische Adresse geladen, die zur Zeit der Erstellung, Entschuldigung, nicht bekannt ist.
Und die Relog-Tabelle sagt mir, wo in Programmcodes sind Adressen, die angepasst werden müssen. Und hat jede absolute Adresse belegt dort 4 Byte. Wenn ich PC-relativ arbeite, fallen diese 4 Byte weg. Das hört sich heute relativ wenig an, weil 4 Byte, was sind 4 Byte? Damals war das sehr viel. Da hat man noch wirklich aufs Byte geachtet. Dann gibt es die Funktion Open Library aus der Exact Library, die mir jetzt die Adresse zurückgibt der besagten Library, beziehungsweise sie nachlädt, sollte sie nicht im RAM sein, beziehungsweise im ROM. Ich muss prüfen, ob ich auch wirklich die Adresse bekommen habe. Weil wenn es die Library nicht gibt, also auf einer Diskette zum Beispiel, und diese nicht vorhanden ist, würde ich jetzt praktisch auf die Null zugreifen, also einen illegalen Speicherzugriff. Und es würde dann natürlich zum Absturz kommen. Und wenn ich den Fehler abfange, schweres Wort, dann passiert natürlich nichts. Dasselbe mache ich auch mit der Graphics Library. Wenn kein Fehler da ist, kann ich ins Hauptprogramm springen. Wenn ich da rausspringe, gebe ich die Ressourcen wieder frei. Also ich sage Close Library. Das heißt, falls die Library von der Diskette geladen wurde, wird sie jetzt wieder freigegeben im Speicher, sofern kein anderes Programm darauf zugreift. Auch hier habe ich dann wieder meinen Rücksprung in die vordere Routine. Die Speicher für die Pointer der beiden Libraries und die Namen der Libraries. Beim 68000er ist wichtig darauf zu achten, das Programmcode muss immer an geraden Adressen stehen. Deshalb muss ich, nachdem ich Texte geschrieben habe im Code, wie zum Beispiel die Namen hier, immer mit dem Even-Kommando sicherstellen, dass ein Füllbyte eingefügt wird, dass der nachfolgende Code auf einer geraden Adresse anfängt. Und jetzt bin ich in meiner eigentlichen Hauptroutine. Ich muss zuerst den Screen öffnen. Dafür gibt es, wie gesagt, die Intuition Library, deren Adresse ich mir jetzt ins Register A6 lade. Die Argumente. Ich brauche keine klassische Struktur. Also es gibt von dieser Open Library, Entschuldigung, Open Screen. Funktion gibt es zwei Varianten, die klassische und die neuere, die mit Kickstart 3 eingeführt worden ist. Und ich nutze in diesem Fall die neuere Variante. Wobei das, was ich gerade gesagt habe, war Blödsinn. Die Funktion wurde schon in Kickstart 2.04 eingeführt. Also das Adressregister A0 wird auf 0 gesetzt, das die neue Variante ist. Und ins Register A1 lege ich die Datenstruktur, die den Screen beschreibt, den ich öffnen möchte. Das ist diese hier. Die besagt jetzt, die Position des Screens selber ist auf Koordinate XY00. Also die Breite ist 320 Pixel und die Höhe ist 256 Pixel. Mit 4 Bitplanes, also 16 Farben. Ich lege mir die Farben praktisch selbst zusammen und gebe auch direkt die Adresse der Farbtabelle mit. Und ich bin fertig. Die Farbtabelle selbst sieht dann so aus: Nummer des Indexes der Farbe und den RGB-Wert der Farbe. Die Tabelle endet mit dem Indexwert FFFF, was das Ende der Tabelle markiert. Wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wurde und ich ein Screen habe, speichere ich den Screen Pointer, also den Zeiger auf diese Struktur, die den Screen beschreibt. Falls es einen Fehler gab und der Bildschirm, also der Screen nicht geöffnet werden konnte, springe ich raus, aber man in die Endfunktion. Ich brauche aber nicht nur ein Screen, sondern auch ein Fenster. Wer den Amiga nicht so genau kennt, es gibt
Es sind zwei verschiedene Begriffe, die was anderes meinen. Der Amiga selbst kann mehrere Screens haben. Das heißt, ich kann mehrere Bildschirme parallel benutzen, von denen entweder einer komplett angezeigt wird oder die Bildschirme können untereinander verschoben werden. Also ich kann Screens mit verschiedenen Auflösungen gleichzeitig betreiben und kann diese verschieben auf dem Bildschirm. Das ist eine Besonderheit der Custom-Chips des Amigas, was ihn auch so schwer zum Emulieren macht, da das Timing sehr kritisch ist. Und grob gesagt ist, der Screen ist mein Hintergrund und das Window, also das Fenster, ist das ähnlich wie bei modernen Betriebssystemen, das ist ein Teil des Bildschirms, wovon natürlich mehrere Fenster existieren können. Der Aufbau des Fensters ist fast identisch wie im Bildschirm. Ich habe eine Position XY, ich habe eine breite Höhe. In dem Fall ist das Fenster genauso groß wie der Bildschirm. Ich sage, welche Flex ich akzeptieren möchte vom Betriebssystem. In dem Fall nur, dass ich Maustasten drücken kann. Und ich sage als Flex, ich habe keinen Rahmen. Ich kümmere mich selbst um den Refresh. Und ich möchte die Maustasten selbst belegen bzw. abfragen. Und sei aktiv. Das Konzept ist wieder dasselbe. Ich speichere meine Pointer auf dieses Bildschirm, dieses Fenster, Entschuldigung. Da kommt der letzte Punkt, der Mauszeiger. In diesem Fall stört der Mauszeiger, weil ich will keinen Mauszeiger am Bildschirm haben und ich kann den Mauszeiger selbst nicht abschalten, aber ich kann ihn belegen mit einem unsichtbaren Bild. Nämlich Höhe und Breite jeweils ein Pixel. Der Hotspot, also was den Mauszeiger auslöst, auf minus 1. Und rufe dann die Funktion SetPointer auf. Der Inhalt der Grafik ist natürlich nichts. Sprich, nur 0 Bytes. Das heißt, der Cursor ist in diesem Fall transparent. So, das war schon alles für den Grafikaufbau. Jetzt kommt der relevante Teil. Jetzt muss ich nämlich die Laufschrift zeichnen. Hier unterscheidet sich jetzt der Amiga von den modernen Systemen. Im Gegensatz zu aktuellen Systemen habe ich keinen Screen-Buffer, wo ich über ein Framework drauf zeichnen kann, sondern ich muss den Grafikspeicher direkt beschreiben. Das heißt, ich muss jetzt auch wissen, wo im Speicher ist der Grafikspeicher und wo sind die einzelnen Bitmaps. Ich habe vier Bitmaps definiert, das heißt, ich kann 16 Farben darstellen und muss aber jetzt zuerst wissen, wo ist die Bitmap. Dafür gibt es, wie gesagt, meinen Screenpointer. Den lese ich jetzt als Register A5 und habe jetzt eine Struktur. Also so sieht die C-Struktur des Screenpointers aus. Und die besteht aus mehreren Unterstrukturen, unter anderem mit der Bitmap. Und wenn ich jetzt hier weitergehe in die Graphics Library, ist das meine Bitmap. Ich habe die Beschreibung, wie viele Bytes ich pro Spalte habe und wie viele Zeilen, diverse Flex und wie viele Bitmaps selbst. Weil die Bitmap kann beim Amiga, bei den neuen Amigas bis zu 8 Ebenen haben. Das alte Chipset konnte halt nur mit 6 maximal arbeiten. Das neue AGA-System vom Amiga 3000 und 4000 konnte mit 8 arbeiten, was damit auch die maximale Darstellung der Farben erklärt. Nämlich der alte Amiga konnte maximal 4096 Farben darstellen, davon 64 gleichzeitig, wobei 64 waren nur im sogenannten Extra Half-Life-Modus. 32 Farben waren es regulär, also mit 5 Bitmaps. Die sechste Bitmap hat den Index verdoppelt, der Farbindex, aber die
Der zweite Farbindex hatte immer nur die halbe Helligkeit des ersten Indexes. Also wenn Farbindex 0 zum Beispiel weiß war, also 255, 255, 255 RGB, dann ist der Farbindex 33, wäre dann nur 888888, also genau die Hälfte. Und so weiter. So konnte man halt auf diesen Trick mit 64 Farben arbeiten, indem ich halt 32 Farben in der vollen Helligkeit definiert habe und die zweite Palette dieselben Farben in der halben Helligkeit. Der andere Modus war der sogenannte Extra Half-Wide-Modus. Der hat es mir erlaubt, 4096 Farben gleichzeitig darzustellen. Wobei gleichzeitig ist ein bisschen übertrieben. Das war eine damalige Form von der Hardware-Kompression. Und zwar Extra Half-Wide hieß, dass ich das Pixel zur rechten Seite verändere, und zwar relativ zum Pixel der linken. Das heißt, solange ich Farbverläufe hatte, sanfte Farbverläufe, war es relativ einfach, mehrere Farben gleichzeitig darzustellen mit diesem Verfahren. Problematisch war es aber dann, wenn ich Farbsprünge hatte mit harten Kontrasten, zum Beispiel schwarz auf weiß oder gelb auf grün. Da musste ich meistens mit einem Zwischenpixel arbeiten, was dann zu Irritationen führte, sagen wir es mal so. Mit den AGA Amigas wurde das etwas behoben, indem halt der Half-Wide-Modus auf 8 Bitmaps erhöht wurde. Und damit war es möglich, auf 256.000 gleichzeitig darstellbare Farben zu gehen, aus 16,8 Millionen. So, das war es, eine kleine Ausschweifung. Also wie gesagt, ich hole mir hier die Adresse meiner Bitmap-Struktur und speichere jetzt den Pointer der Bitmap selbst, der wiederum besteht aus bis zu 8 Pointern auf jede einzelne Bitmap. Die Bitmaps muss man sich so vorstellen, dass der Farbpixel ist übereinander verschachtelt. Also das Bit 1 auf der ersten Bitplane, Bit 1 auf der zweiten, dritten und vierten werden übereinander dargestellt und ergeben somit den Indexwert des Punktes. Dann komme ich zur Hauptschleife. Und jetzt gibt es ein Problem, was es eigentlich heute noch gibt, aber heute etwas günstiger gelöst wird. Und zwar zur damaligen Zeit wurden Röhrenmonitore benutzt. Und der Röhrenmonitor hat eine kleine Wartezeit, nämlich den Moment, wo der Elektronenstrahl von der rechten unteren Ecke zur linken oberen zurückfliegt. Und in der Zeit wird kein Bild dargestellt. Und diese Zeit wird genutzt, um Bildinhalte zu ändern, um zu verhindern, dass es flimmert. Ich warte also hier praktisch, bis der Zeilenrücklauf entsteht. Setze jetzt hier eine Schleifenvariable, nämlich das Datenregister 6 mit 3, weil ich habe 4 Bitplanes. Und was ich jetzt mache, jede Zeile besteht aus 320 Pixeln und ich verschiebe immer den gesamten Block um ein Pixel nach links. Das sieht man hier. Ich habe hier, wie gesagt, in A5 ist mein Pointer für die Bitmaps. In der Schleife hole ich den ersten Pointer raus. Das Plus sagt, dass ich nach dem Auslesen den Wert erhöhe.
Und zwar um 4 Byte, da ich ja eine Operation mit einem langen Wert mache. Da ich weiß, ich habe 40 Bytes pro Zeile und starte in der 224. Zeile, addiere ich natürlich den entsprechenden Wert und habe eine zweite Schleife, nämlich 30, weil ich jetzt 30 Zeilen habe für den Buchstabe. Und ich muss jetzt zuerst den oberen, das oberste, die oberste Zeile um einen Pixel nach rechts, links verschieben. Entschuldigung. Das mache ich, indem ich als erstes das Kontrollregister des 38.000er, das Carry Bit lösche und ich nutze den ROXL-Befehl. Das heißt, ich rotiere das Wort, also den 16-Bit-Wert in diese Adresse um einen Pixel, um ein Bit nach links und das Bit, das links rausfällt, kommt in das Carry-Bit vom Prozessor und der Wert, der rechts frei wird, wird übernommen vom Carry-Wert des Registers, das gerade drin steht. Deshalb tue ich beim ersten Befehl den Carry löschen, dass dann beim ersten Scroll praktisch links Übertrag zur nächsten und der rechte Wert wird mit 0 belegt. Das Ganze mache ich jetzt für die ganzen Zeilen. Wiederhole das für die aktuelle Bitplan und gehe dann in die Schleife darüber und mache das für die nächste Bitplan. Entschuldigung, das habe ich ja Blödsinn erzählt. Ich mache natürlich zuerst meine aktuelle Bitplan und dann gehe ich in die nächste Bitplan. Damit habe ich jetzt mit diesem Programmteil die gesamte Laufschrift um einen Pixel nach links verschoben. Und jetzt muss ich natürlich den Wert, den neuen Buchstaben natürlich reinzeichnen. Ich prüfe meinen Text. Das ist der hier. Der ist terminiert mit dem Nullbyte. Ich lese den Wert ein. Prüfe, ob es 0 Byte ist. Wenn nein, mache ich weiter. Wenn ja, resette ich das Ganze und beginne den Text wieder von vorne. Wenn ich den Text habe, muss ich natürlich wissen, welche Grafik muss ich zeichnen. Der Zeichensatz, den ich benutzt habe, der benutzt alles ab dem Leerzeichen. Das Leerzeichen ist der ASCII-Code 32. Das heißt, ich subtrahiere von meinem gelesenen Buchstaben den Wert 32, das ist das Leerzeichen. Und damit habe ich einen neuen Index, der jetzt meinen Index im Zeichensatz ansagt. Ich multipliziere das entsprechend, um jetzt die Adresse in meinem Zeichensatz zu haben. Wenn ich den Wert habe, muss ich das Zeichen in meinen Zwischenspeicher kopieren. Das mache ich mit dieser Schleife. Ein Zeichen ist 128 Byte groß. Und damit kopiere ich das aktuelle Zeichen in den Zwischenspeicher. Und den Zwischenspeicher, den muss ich jetzt Pixel für Pixel mit jedem Durchlauf wieder einmal auslesen. Also jeder Buchstabe, der hart rein scrollt, wird zuerst in den Zwischenspeicher gespeichert, scrollt komplett raus und dann wird der nächste Buchstabe eingelesen. Das Zeichnen des Buchstabens ist ähnlich wie das Löschen bzw. das Verschieben. Ich tue diese Bitplane einzeln verarbeiten und isoliere zuerst das oberste Bit, also das Bit ganz links. Im Zwischenspeicher und tue es dann entsprechend wieder einfügen in der Position im Speicher der Laufschrift, um dann nochmal das Pixel einzufügen.
mache hier noch das Einzige, was ich jetzt nicht ganz systemkonform mache. Ich prüfe hardcodiert, ob der User die linke Maustaste drückt. Wenn er das tut, beende ich die Laufschrift. Wenn nein, gehe ich wieder in die Hauptschleife zurück. Ja, wenn ich durch bin, prüfe ich, ob mein Zwischenspeicher komplett leer ist, also sprich, dass der Buchstabe komplett eingescrollt wurde. Und dann gehe ich wieder in die Hauptschleife und hole den nächsten. Beim Beenden des Programms ist die übliche Prozedere: Ich gebe die Speicher frei, schließe das Fenster, schließe den Screen und gehe zurück zum Hauptprogramm, zum Start des Hauptprogramms, das dann, wie gesagt, am Schluss die Libraries freigibt und dann wieder zurückspringt und terminiert. Soweit die Schnellfassung, wie man ja, eine Laufschrift macht. Das ist jetzt, wie es so schön heißt, also auf die ganz einfache Art, ohne irgendwelche Special Effects oder Einsatz von den Koprozessoren des Amigas. Der Code liegt übrigens in der Beschreibung verlinkt. Und ja, was soll ich sagen? Bis zum nächsten Mal.